Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Zu einer neuen Woche begrüße ich euch ganz herzlich. Wir haben wie immer montags eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann könnt ihr das tun. Wählt ganz einfach diese Nummer hier 0805 678 111 oder faxt mir unter 0805 678 110. Erster Anrufer heute Nacht, diese Woche, das ist Nick. Und Nick ist, wie alt ist er? 35. Guten Morgen. Hallo Nick. Na, alles fit? Ja, selbst auch? Ja, auch. Das ist gut. Tolle Sendung machst du, hören wir regelmäßig. Dankeschön. Und freuen uns immer wieder. Warum ich eigentlich heute Abend anrufe, ist, du hattest letzte Woche eine Themennacht, die Schattenseiten der Pornografie. So war es, ja. Und das hat hier ganz wahnsinnige Diskussionen unter unseren Leuten ausgelöst. Was denn eigentlich dran ist, warum machen wir es eigentlich? Wer sind denn unsere Leute? Wir betreiben eine Internetseite. Mhm. Und in der Paare live vor der Cam sind. Mhm. Und das ist ja wirklich das Top-Thema. Darüber haben wir letzte Woche sehr oft gesprochen. Ja, ist richtig. Paare oder Einzelpersonen, die vor der Cam sich präsentieren. Das ist richtig. Mhm. Und dann sind wir natürlich als Webseitenbetreiber natürlich auch immer angehalten zu gucken, warum macht man es, wieso macht man es. Mhm. Wie gesagt, unter unseren Paaren hat es dann eine ganz heiße und lebhafte Diskussion, die völlig interessant war. Ausgelöst. Und vorab gefragt, wie viele Paare oder wie viele Leute arbeiten denn für euch? Wir haben zurzeit 12 bis 13 aktive Paare, mhm, die jeden Abend senden. Nicht jedes Paar jeden Abend, sondern 3 Cams am Tag, immer im Abendbereich. Mhm. Und dort ist der User, der Kunde eigentlich dann König. Ja. So sollte das dann sein. Und du bist einer der Geschäftsführer dieser Anbieter? Auch. Treiben wir es dort selber live, weil wir haben selber auch Spaß an der Sache. Du bist also auch in einer Person Darsteller und Chef der Firma sozusagen. Das ist richtig, ja. Ja. So, was war jetzt die Diskussion? Die Schattenseiten, dass eben die Leute in diesen Foren, in diesen Sexseiten eigentlich total verheizt werden und eigentlich die ganze Sache von den Leuten unterschätzt wird, dass es eigentlich pure Arbeit ist, zum Teil. Was meinst du jetzt? Wer wird verheizt? Die Darsteller oder die Leute, die sich da reinklicken? Nein, die Darsteller werden verheizt. Mhm. Weil wenn die es nicht bringen, sind sie raus. Mhm. Und da geht es ganz klar um die Kohle-Business. Mhm. Business as usual. Mhm. Und die meisten nutzen es einfach aus. Ganz knallhart. Die meisten Webmaster in diesen Erotik-Dingern, die ziehen den Usern einfach nur die Kohle aus der Tasche. Gut, das ist ja die zweite Geschichte. Also, das wäre obendrauf, ja. Die Nutzer werden ausgenutzt, aber du sagst ja auch, dass die Darsteller halt auch ziemlich hart drangenommen werden. Zum größten Teil ja, weil der Kunde, der ist König und teilweise gibt es da natürlich lebhafte Diskussionen, wenn es dann heißt, du mach mal anal und die Leute haben da keine Lust zu. Mhm. Wir sind als Webseitenbetreiber dazu angehalten, den Kunden natürlich möglichst den Wunsch zu erfüllen. Aber wir haben auch ganz klar unseren Paaren gesagt, ihr seid hier in euren Darstellungen frei, ihr müsst hier nichts tun. Wir müssen dazu sagen, wir betreiben das Ganze privat. Nicht. Also ich will dir mal sagen, da kann man ja vielleicht auf dem Standpunkt stehen, das weiß man vorher. So ist halt die Geschäftswelt, wenn das nicht funktioniert, dann fliegt man raus. Und den Nutzern kann man sagen, okay, ihr wisst vorher, wie teuer das ist. Und dann beschwert euch nicht hinterher. Mich hat aber ein Aspekt viel stutziger gemacht vorige Woche. Nämlich, dass doch einige sagten, auch von den Darstellern, das geht uns persönlich an unsere psychische Substanz. Unsere Beziehung funktioniert nicht mehr so richtig. Unser Sex funktioniert nicht mehr so richtig. Das ist richtig. Dass man also persönlich Schaden davon nimmt, das finde ich viel, viel gravierender eigentlich. Wir betreiben die Seite jetzt seit 2 Jahren. Wir haben viele Paare kommen und gehen sehen und es gibt 80% davon. Die meisten gehen auseinander. Also das sind immer Paare, die dann auch im Leben Paare sind? Die sind im Leben Paare. Die haben sich entweder auf unserer Seite gefunden oder waren in ihrem normalen Leben schon Paare. Es geht dann sehr oft kaputt. Also wir haben schon sehr viel. Und du sagst, dass 80% der Paare auseinandergehen, nachdem sie in diesem Geschäft gearbeitet haben? Richtig, ja. Das ist ja krass, ne? Das ist... Hast du auch eine Partnerin? Ich habe eine Partnerin, ja. Das ist deine Lebensgefährtin? Das ist
ist richtig. Und mit der gehst du auch vor die Kamera? Mit der gehe ich auch vor der Kamera. Ja, wie ist es denn bei dir? Erzähl doch mal persönlich von deiner Ecke. Wir haben vor vielen, vielen Jahren damit angefangen, einfach nur so just for fun. Mhm. Und haben dann gesagt, ach guck mal da kann man auch eine kleine Mark mit verdienen. Mhm. Und wollten das dann wegen dem Taschengeld machen. Mhm. Sind dann bei einem relativ großen Anbieter gelandet und haben uns dann irgendwann ganz böse zerstritten, auch wegen der Kohle, weil wir nicht verheizt werden wollten. Ja. Wir haben es, Gott sei Dank, haben wir ja schnell genug den Absprung geschaffen oder gefunden und haben dann gesagt, nee, also es geht auch anders, man muss nicht betuppen und betrügen, man kann das Geld, was man da einnimmt, auch an die Paare weitergeben. Und das versuchen wir dann auch zu leben. Auch also das heißt wiederum, dass ihr eure Leute, die bei euch fest, also mehr oder weniger fest angestellt sind, auf freier Mitarbeiterbasis arbeiten, dass die ordentlich bezahlt werden? Die werden ordentlich bezahlt. Wie ist denn die prozentuelle Aufteilung? Wie viel kriegen die und wie viel kriegt ihr? Wir nach Abzug aller Kosten behandeln wir uns eben als Senderpaar. Im Schnitt springen wir pro Paar so 26 bis 30 Euro raus. Je nachdem, es gibt natürlich auch mal einen Bonus, aber da muss es schon gut laufen. Also 26 bis 30 Euro für das Paar? Ja, für eine Stunde. Für eine Stunde? Und wie viel verdient ihr dann daran? Das ist nicht mehr ganz so viel. Wir haben im Schnitt 6 Euro. Ach. Das ist nicht mehr ganz so viel. Wir das ist aber ein sehr großzügiger Arbeitgeber. Ja, weil wir gesagt haben, wir persönlich haben Spaß an der Sache. Uns gibt es den Kick. Mhm. Wir sind allerdings jedes Mal schockiert, wenn wir dann sehen, wenn die Paare auseinandergehen und die trennen sich und man hat dann immer noch zu jemandem Kontakt und fragt, warum? Erzählt doch mal hier offen und sehr oft kommt dann eben raus, dass es war einfach zu viel. Macht ihr denn vorher, wenn sich neue Leute bei euch bewerben für diese Pornoarbeit, das ist ja Pornoarbeit, muss man so sagen, macht ihr die darauf aufmerksam, hier Leute, unsere Erfahrung ist, dass eure persönliche Beziehung Schaden nehmen könnte oder geht ihr doch darüber hinweg erstmal? Nein, also wir versuchen schon, den privaten Dialog vorher zu holen. Also wir wollen die Leute nicht verheizen. Wir gucken natürlich auch auf unser Klientel, weil wir möchten schon private Leute haben und keine Profis. Ja. Hört sich sehr nett und sehr gut an. Ich frage mich nur, ob man mit solchen Grundsätzen, das sind ja schon eigentlich moralische Grundsätze, in so einem Geschäft lange bestehen bleiben kann. Also wir haben es bis jetzt 2 Jahre geschafft. Wir sind sehr oft beschrien und sehr oft verklagt worden bis jetzt. Wir haben also schon wirklich Höhen und Tiefen mitgemacht, bis jetzt funktioniert es. Jetzt möchte ich aber dennoch mal auf deine persönliche Ebene zurückkommen. Du sagst, du machst es mit deiner Partnerin. Du gehst mit deiner Partnerin vor die Cam und ihr habt Sex, Geschlechtsverkehr vor der Kamera. Ja. Wie viele Jahre macht ihr beide das schon? Wir machen es jetzt im 4. Jahr. Im 4. Jahr schon? Im 4. Jahr. Was würdest du sagen, welche Auswirkungen auf eure ganz intime, private Sexualität hat diese Arbeit? Der Sex ist anders geworden. Wenn ihr alleine seid? Wenn wir alleine sind. Intensiver, schöner, gefühlvoller. Ach so, das heißt, die Zeit. Das heißt also bei euch ist es sogar, hat das eine positive Auswirkung? Ja, weil wir auch sehr offen und sehr direkt und sehr viel darüber geredet haben. Mhm. Machen wir es oder machen wir es nicht? Wie gesagt, wir haben jetzt nach dieser Sendung, wir haben ein internes Board, wo intern die Paare diskutieren können, die also für die Außenwelt eben nicht einsehbar ist. Da waren dann also ganz ihre Diskussionen und da wurde dann im Prinzip, ist man zu dem Schluss gekommen, dass viele mit einer Lüge eigentlich leben, mit einer Legende. Mhm. Dass sie sagen, eigentlich wir sind Swinger, wir möchten es gerne machen, wir haben total Spaß am Sex und überhaupt. Ja. Und das ist dem nicht so. Die leben eine Lüge. Also du meinst, dass es bei euch so gut gegangen ist, ist einzig und allein darauf zurückzuführen, dass ihr sehr viel darüber geredet habt. Das bleibt nicht aus. Dass ihr euch da nichts vorlügt und in die Tasche halt schummelt. Es ist sehr anstrengend. Mhm. Man hat sich auch deswegen schon das ein oder andere Mal im Kopf, gar keine Frage. Mir ist das ganz, ich muss ja ehrlich sagen, mir ist es ganz schwer verständlich oder eigentlich nicht vorstellbar, dass, ich könnte es mir, ich muss anders sagen, ich könnte mir eher vorstellen, mit einer fremden Person so etwas zu machen, vor einer Kamera, wenn überhaupt, als dann mit einem Partner, den ich liebe. Ich glaube, da wären meine Hemmschwellen unüberwindlich. Ja, da spielt aber das Gesetz die Rolle, dass du da eben nicht vermitteln darfst. Du darfst da ja nicht zur Prostitution, oder die Prostitution darfst du ja nicht fördern. Mhm. Also müssen die Leute schon zu uns kommen und sagen, du, wir möchten jetzt. Ja, ja, ist klar. Ich sprach das jetzt nur ganz persönlich noch an. Was ist denn bei dir da los? Das ist ein Geschnatter im Hintergrund. Ja, das sind unsere Papageien, die im Hintergrund. Hört sich an wie im botanischen Garten. Ist das dein oder eure Haupttätigkeit? Davon lebt ihr? Nein. Also wir machen es Gott sei Dank zum Spaß. Wir sind sicher, man kann sich das eine oder andere schon durchaus mal leisten, was sich, sag ich mal, Autonormalverbraucher nicht leisten könnte. Mhm. Das ist der zweite oder dritte Urlaub, der dann eben ein bisschen weiter weg ist und nicht unbedingt
Bayerischer Wald oder... Nichts gegen den Bayerischen Wald. Bitte? Nichts gegen den Bayerischen Wald. Nein, Gottes Willen. Gottes Willen. Aber es dann, man gönnt sich dann eben schon das eine oder andere Schmankerl. Was macht ihr denn sonst im Beruf oder was machst du hauptberuflich? Ich bin bei einem großen Unternehmen tätig und meine Frau in einer Anwaltskanzlei. Ah ja. So, jetzt... wisst ihr um die Problematik dieser Tätigkeit? Ihr wisst auch, wie du es mir gerade gesagt hast, dass viele Paare dadurch nicht mehr Paare sind in einer gewissen Zeit und letztendlich auseinandergehen. Welche Konsequenzen zieht ihr aus all diesen Einsichten und aus diesem Nachdenken auch? Also wir haben schon das manches Mal gesagt, wir fahren die Seite runter und machen es einfach nicht mehr, um unser Gewissen einfach nicht mehr zu belasten. Aber auf der anderen Seite macht es dann jemand anders. Und das ist nicht das Argument, ne? Also ja, das ist richtig, aber wir versuchen dann schon den Don Quixote gegen die Windmühlen zu spielen und zu sagen, okay, wir sind hier klein und allein im Netz, geben den Leuten aber die Möglichkeit, hier offen untereinander miteinander zu diskutieren. Vielleicht auch mal privat sich mal kennenzulernen, gucken, wie sind die Leute eigentlich so drauf. Ja. Das ist ein Argument, was mich eher überzeugt. Das Argument, es machen dann andere, zieht bei mir nicht. So kann ich nicht argumentieren. Ne? Wenn ich nicht schieße, dann schießt eben andere, also kann ich auch schießen. Ne? So kann man es ja auch übertragen. Das ist richtig, ja gut, aber letztendlich bleibt es so, wie es ist. Ne? Also, war ein, wie mir scheint, ein verantwortungsbewusster Anbieter einer solchen Seite. Ich hoffe, das bleibt so und ich hoffe, dass ihr zumindest mit eurem Team gut über die Runden kommt. Ja, wir hoffen und wir drücken euch natürlich für eure Sendung natürlich auch ganz fest die Daumen, weil Dankeschön, wir Nick. Schauen euch ja schon ein paar Jahre zu. Dankeschön, Nick. Alles Gute. Dankeschön. Und tschüss. Dir auch. Tschüss. Ihr Lieben, Telefonnummer 0800 5678 111 oder auch die Mailadresse unter 1live.domian@wdr.de. Verbunden jetzt bin ich mit Jessica, die ist 17 Jahre alt. Hallo. Hallo. Und du hast auch Nadine noch bei dir, ne? Ja, genau. Die ist 22 Jahre alt. Ja, genau. Um was geht's denn bei dir, bei euch, Jessica? Um sexuellen Missbrauch im Kindesalter. Mhm. Ja. Da bist du betroffen und Nadine auch betroffen? Beide, genau. Ja. Erzähl mal, was ist es genau bei dir gewesen? Also wir waren bei unserer leiblichen Familie. Und ach, ihr seid Geschwister? Ja, wir sind Geschwister. Ah ja. Und da unsere Eltern, die waren sehr drogenabhängig und unsere Mutter, die brauchte dann halt nach einer Zeit mehr Drogen und dann fing das an, dass sie halt, wo ich ein Jahr alt war und meine Schwester 4 Jahre alt war, dass sie zugelassen hat, dass wir halt missbraucht werden, damit sie halt Drogen bekommt. Warst du ein Jahr erst alt? Ja, ein Jahr. Was heißt zugelassen? Wer hat da was mit euch gemacht? Bekannte, zwei Bekannte von meiner Mutter. Ja. Das heißt, die Mutter hat im Klartext euch verkauft? Ja. Damit sie an Kohle kommt für Drogen? Genau. Du warst ein Jahr alt? Ja. Das heißt, daran wirst du dich nicht erinnern können. Wann setzen deine Erinnerungen ein? So ungefähr, ja, dritten Lebensjahr. Wie lange ging das Ganze? 3 Jahre. Drei Jahre? Ja. Das war, ja. Wie seid ihr, wie hat sich das dann ergeben, dass ihr da rausgekommen seid? Oder warum wurde das eingestellt? Nach den 3 Jahren hatte unsere Mutter einen Zusammenbruch, einen Nervenzusammenbruch. Und hat dann halt eingesehen und hat uns dann abgegeben ins Heim. Und dann wurden wir auch in Adoptivfamilien weitergegeben. Und ja, dann hatte ich halt einen 6-jährigen Bruder da. Und mit dem habe ich halt alles, was ich mit den Männern gemacht habe, wollte ich das mit dem weitermachen, weil das für mich normal war. Und dadurch haben dann meine Adoptiveltern gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich auch sofort angefangen mit Therapie. Ja, und mit meinem 5. Lebensjahr stand ich auch schon mit einem der Männer vor Gericht. Und dein 5. Lebensjahr? Ja. Ja, weil dann halt meine Therapeutin gesagt hat, man kann da was machen und ich wusste noch, wie der Mann aussieht. Nur dann hat das auch nicht, also er wurde nicht verurteilt. Warum nicht? Weil der Richter hatte meinen Eltern versprochen, dass nur 15 Männer im Saal sind. Und dann waren da aber 30 Männer. Und dann sollte ich alleine durch die Reihen gehen und
mir hat meine Mutter das aber nicht zugelassen, mich auf den Arm genommen, mitgegangen, und aber ich habe mir die Männer nicht angeguckt, also ich hatte zu viel Angst. Und deshalb ist es eingestellt worden dann? Ja, weil meine leibliche Mutter auch nicht aussagen wollte. Ja, ja. Ja. Das ist ja eine ganz schlimme Vorstellung, wenn man sich denkt, dass ein einjähriges Mädchen sexuell missbraucht wird bis zu ihrem vierten Lebensjahr. Bis zum fünften Lebensjahr, ne? Vierten. Bis zum vierten Lebensjahr, genau. Ja. Mhm. An was kannst du dich erinnern, was du machen musstest oder was geschehen ist? Also ich kann mich so wohl erinnern, dass ich ein bisschen aufgeregt. Mhm. Wir wurden geschlagen und als überall berührt, und wir mussten die Männer berühren, auch im Genitalbereich. Mhm. Und auch oft hat meine Schwester mich beschützt, und, ja, und da hatte ich immer das Gefühl, wenn ich nicht da wäre, wäre ihr das nicht passiert. Also ein Schuldgefühl auch noch. Ja, weil sie mich zu oft, also fast jedes Mal in Schutz genommen hat. Gibt es die mehr, deine Schwester, Jessica, die Nadine, die neben dir ist? Ja. Mhm. Ja, hallo Domian. Hallo Nadine. Du warst ja dann, ich habe jetzt gerade alles schon gehört, was ja. Du warst ja schon etwas älter. Ja, ich war 4. Ja. Wie hast du das denn damals erlebt und mitbekommen? Welche Erinnerungen hast du? Ja, ich muss dazu sagen, mir war damals schon klar, was da passiert ist. Mhm. Und dadurch habe ich das erstmal alles verdrängt. Mhm. Ich konnte mich früher gar nicht dran erinnern, was da passiert ist. Dann haben meine Adoptiveltern auch immer behauptet, dass Jessica lügen würde, dass das gar nicht stimmt. Mhm. Also brauchte ich auch nicht in eine Therapie, weil ich bin ja gesund. Warum haben die das gesagt? Haben die das gesagt, um dich zu schützen? Oder was war da los? Also ich weiß es nicht. Ich muss dabei sagen, meine Eltern sind ziemlich alt. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Die Adoptiveltern, ne? Ja, genau. Mhm, ja. Und ja, ich weiß es nicht. Die wollten das vielleicht auch nicht wahrhaben. Mhm. Wollten sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen. Ja, genau. Mhm. Und ja, und dann habe ich halt erst in meinem 18. Lebensjahr, als dann sexuelle Erfahrungen kamen bei mir, da habe ich starke Probleme gekriegt. Ja. Ich wollte nicht, und ich wusste, da stimmt irgendetwas nicht. Und dann war mir halt auch immer mehr klar, dadurch, dass ich mit Jessica darüber geredet habe, dass da wirklich was gelaufen sein muss. Und dann kamen irgendwann die Erinnerungen auch etwas klarer? Ja, also ich bin dann in eine Therapie gegangen. Ach so, dann brach es wahrscheinlich auf alles. Ja, richtig. Mhm. Also die Therapeutin ist extra auch darauf spezialisiert, Erinnerungen wieder hochzuholen. Und ja, und so langsam. Was musstest du, kleines Mädchen, denn? Waren das übrigens mehrere und wechselnde Männer, oder war es immer ein? Es waren zwei Männer. Zwei Männer. Ja. Und ich kann mich auch nur an einen erinnern. Und Jessica kann sich genau an den anderen erinnern. Was genau, soweit du das noch weißt und sagen möchtest, was musstest du denn mit diesem Mann, mit diesen Männern machen? Oder was haben die mit dir gemacht? Ja, so. Mit dir, kleinem Mädchen. Also ich weiß wohl, dass ich den einen Mann immer massieren musste, am ganzen Körper. Und dass er mich auch massiert hat. Und sonst ist so die Erinnerung auch nicht da. Also ich weiß aber, dass da mehr gelaufen sein muss, weil ich halt bei einigen Sachen, die ich mit meinem Freund schon so versucht habe, das nicht machen kann, weil ich mich dann völlig zurückziehe und dann eine Mauer aufbaue. Weißt du, ob es zu einer regelrechten Vergewaltigung gekommen ist? Nein, also soweit wir das jetzt zurückverfolgen können, war das bei mir nur Missbrauch und bei Jessica doch wohl Vergewaltigung. Bei Jessica Vergewaltigung? Ja. Obwohl sie noch viel jünger war als du? Ja. Das heißt, sie hat Verletzungen davon getragen? Ja, hat sie. Im Genitalbereich? Ja, es ist vom Arzt untersucht worden, im Kindesalter, und da ist halt auch festgestellt worden, dass da Verletzungen sind. Nun seid ihr heute 17 und 22. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass eure leiblichen Eltern noch leben. Also unsere Mutter, die ist 1994, hat die sich umgebracht. Ah ja, naja. Das heißt, ihr könnt mit der nicht reden und könnt sie nicht zur Rechenschaft ziehen. Ja, richtig. Und der Vater? Ja, der Vater ist im Gefängnis. Mhm. Also wegen Drogen, Missbrauch und wegen Mord. Und wegen Mord. Mhm. Habt ihr beide denn jetzt eine umfangreiche Therapie auch abgeschlossen oder läuft da noch irgendetwas? Ja, also Jessica hat, ich glaube, wie lange hast du? 15 Jahre oder 14 Jahre Therapie gemacht. Mhm. Und ja, ich erst jetzt seit meinem ungefähr 19. Lebensjahr. Ach so. Ja. Und ich bin jetzt auch noch mittendrin. Mhm.
Und es ist juristisch nie nochmal irgendetwas aufgerollt worden oder irgendwas gemacht worden? Nee, aus dem Grund, weil mir die Erinnerung fehlt. Mhm. Ich muss erst die Erinnerung noch richtig wieder kriegen und dann haben meine Schwester und ich auch vor, dann nochmal vor Gericht zu gehen. Ach, das habt ihr. Ja, in der Hoffnung, dass da noch irgendwas zu machen ist. Ja. Das finde ich auch sehr gut und sehr mutig von euch. Und wenn du da, und wenn du dafür stabil genug bist, oder auch Jessica, finde ich das schon eine tolle Sache. Ja, ja. Das wäre uns auch wichtig. Gerade weil ich habe heute einen von diesen Männern gesehen. Mhm. Das heißt, die wohnen auch noch in eurer Umgebung? Ja, ich lebe noch in der gleichen Stadt, wie da, wo das früher passiert ist. Mhm. Und einer von diesen Männern, der läuft wohl wieder hier rum in der Stadt. Mhm. Ja, deswegen war das auch mit der Grund, warum wir heute angerufen haben. Weil es euch dann nochmal so hochgekommen ist. Ja, genau. Und, also ich kann euch nur darin bestärken, dass ihr das tut, wenn ihr selbst das Gefühl habt, dass ihr das durchsteht. Hm. Aber du bist jetzt in der Therapie, also in guten Händen, und kannst das ja natürlich dann auch mit deinem Therapeuten besprechen, wann und wie man das machen sollte. Habt ihr da so juristischen Beistand auch schon oder wisst ihr, wie man das macht, wie man sich da organisiert? Also ich noch gar nicht. Also meine Schwester vielleicht ein bisschen, weil sie ja früher schon einmal vor Gericht war. Dann würde ich nämlich vorschlagen, dass wir euch vielleicht gleich noch ein bisschen informieren und einige Sachen an die Hand geben. Das heißt, mein Psychologe, das können wir gleich noch machen nach unserem Gespräch. Nadine, von dir verabschiede ich mich schon mal, hätte aber gern die Jessica nochmal kurz. Ja, okay. Tschüss. Ja. Jessica, ich wollte dich noch fragen, wenn du an all dieses denkst, was passiert ist, und es ist ja so schlimm, was passiert ist, hast du nicht einen unglaublichen Hass auf deine, wenn auch verstorbene Mutter? Ja. Mhm. Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe mich gefreut, als sie gestorben ist. Mhm. Also meine Schwester nicht so, aber ich habe mich gefreut. Mhm. Ja. Warst du mal oder wart ihr mal am Grab? Ich wohl einmal, um zu gucken, dass sie wirklich nicht mehr da ist. Hm. Ja. Das ist ja mit das Schlimmste, was eine Mutter tun kann, ne? Dass sie ihre Kinder verkauft. Ja. Und das lässt sich mit keiner Sucht und keiner Krankheit und weiß ich was entschuldigen. Nein. Es lässt sich auch nicht mehr erklären. Es ist einfach nur ein schweres und schlimmes Verbrechen. Ja. Du warst jetzt so lange in therapeutischen Händen. Hast du den Eindruck, dass das schon gut für dich war und dass es auch was geholfen hat und dass du stabiler bist? Es war schon gut, nur also Probleme mit meinem Partner, den ich jetzt habe, habe ich immer noch meine Schwester auch. Und darf ich ihm sagen, also wir wollen uns auch wohl öffentlich dafür alles, was gelaufen ist, entschuldigen an unsere Freunde. Weil das Leben für eure Freunde auch problematisch ist und schwierig, aber das ist ja auch verständlich. Und wenn die euch wirklich lieb haben, werden die das auch hinnehmen. Ja, das machen wir auch. Jessica, ich möchte, dass du auflegst oder ihr auflegt und mein Psychologe ruft euch an. Dann könnt ihr noch ein bisschen plaudern oder reden, nicht plaudern. Und er wird euch auch noch versorgen mit den ein oder anderen für euch vielleicht wichtigen Telefonnummern, wenn ihr juristische Schritte einleiten wollt. Ja. Ja? Ja. Mutig, dass ihr angerufen habt. Und ich wünsche euch von Herzen alles Liebe und alles Gute und dass es dann doch noch weiter bergauf geht und du und ihr das einigermaßen gut verarbeiten könnt. Ja, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema Jetzt reicht's. Gibt es irgendetwas in eurem Leben, wo ihr sagt, also jetzt reicht's wirklich. Ich habe die Faxen dicke, es reicht. Und darüber möchte ich gerne mit euch reden. Morgen, das Thema Es reicht, jetzt reicht's. Heute freie Themennacht und ich habe wieder zwei Leute am Telefon, nämlich Nicole, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Nicole. Und Ingo ist da. Ja, genau. Ingo ist 32. Ja, um was geht's denn? Ja, ich habe eigentlich nur aus Langeweile angerufen. So. Ich wollte so aus Langeweile, aber ich wollte von meinem turbulenten Wochenende erzählen. Erzähl es uns. Ja, also wir haben im Lotto gewonnen. Nein. Ja. Ihr habt im Lotto gewonnen? Ja. Ihr beiden? Ja, wir hatten 5 richtige plus Zusatzzahl und sind total ausgeflippt und haben uns super gefreut. Das ist unglaublich. Ja, total unglaublich. Wie viel Kohle ist das? Ja, es sind 200 Euro. Wie bitte? Ja. 200 Euro bei 5 richtigen plus Zusatzzahl. Ja, es haben so viele Leute gewonnen. Ach du je. Dass wir nur 200 Euro gewonnen. Also normalerweise kann man ja, glaube ich, bei 5 richtigen mit Zusatzzahl richtig Fettkohle kriegen. Ja, wir haben natürlich sofort abends im Internet geguckt. Ja. Die Quoten kommen ja irgendwie erst montags raus. Ja. Und wir sind jetzt auch nicht so die Lotto-Spezialisten. Ich habe meinem Freund den zu Valentinstag geschenkt. Ja.
Und dann war halt die Quote so zwischen 20.000 und 90.000 Euro. Ja, sowas, ja. Super gefreut. Ja. Also wir haben ja noch nicht mal mit 90.000 Euro gerechnet. Vielleicht so 10.000 Euro wäre auch schon gut, toll. Ja. Ja, und dann, ich war auch super aufgeregt, total angespannt und super ungeduldig. Und kann man das direkt dann im Internet nachgucken, wie viel Geld das ist? Oder erfährt man das, habt das heute erst erfahren? Erst heute. Ja, wir haben halt den ganzen Sonntag, war ich super nervös. Boah, wie aufregend. Meine Güte, und du kannst ja vielleicht noch ein Auto kaufen, so wirklich ein Auto kaufen und das bezahlen und man weiß, das ist das eigene Auto und so. Und ja. 5 richtige und Zusatzzahl und 200 Euro nur. Ja. Das ist ja unglaublich. Gib mir mal eben Ingo. Ja, gut. Hallo Jürgen. Hallo Ingo. Das war aber ein Schlag ins Gesicht, was? Das war unglaublich. Mensch, ihr wart den ganzen Sonntag wibbelig wie nur was und habt euch gefreut und Pläne gemacht? Genau, ja, Pläne eigentlich weniger. Man weiß ja nicht so, was dabei rauskommt. Na gut, aber gestapelt, ne? Über das Auto habt ihr schon gesprochen, über ein neues Auto vielleicht. Ja, vielleicht. Also sind so von 20.000 Euro ausgegangen. Ja. Das war ja eigentlich schon ziemlich niedrig geplant bei der Statistik von den letzten Wochen und Monaten. Und dann heute, wie habt ihr es heute auch im Internet erfahren oder habt ihr irgendwo angerufen? Also ich habe bei der Lottozentrale angerufen in Münster und wollte eigentlich ganz genau wissen, wie das denn jetzt abläuft, wie man denn solche hohe Gewinne dann auch bekommt. Ob man die jetzt persönlich abholen muss, ob jemand vorbeikommt. Da haben die gesagt, hohe Gewinne. Also nur mal langsam. Ja, und dann hat der gute Mann dann gefragt, ich habe ein bisschen mehr gewonnen, was muss ich denn jetzt machen? Ja, so 5 mit Zusatzzahl? Ich sage, ja, richtig, ja, das ist nicht so viel. Ja, ich sage, was heißt das denn? Ja, sagt er so, ja, 100 bis 300 Euro. Ich so, nee, ist doch ein Scherz. Nee, ist kein Scherz, dann haben wohl so viele getippt und da wird wohl nicht mehr rauskommen. Weiß man, wie viele Leute diese Zahlenkombination getippt haben? Ja, 25.000. 25.000. Mhm. 25.000 haben 5 mit Zusatzzahl. Wenn jetzt, sagen wir mal, nur 10 das getippt hätten, wäre das ja eine irre Summe geworden. Ja, richtig. Also es waren so zwischen 20.000 und 90.000 waren das so in den letzten Wochen. Waren das so Allerweltszahlen, die ihr hattet? Irgendwie was eine einfache Kombination oder ganz wirre durcheinander? Also der Schein war eigentlich wirr durcheinander, bis auf dieses eine Kästchen. Das war also eine Diagonale. Die Zahlen waren 6, 12, 18, 24, 30 und 36. Und das waren für uns dann 5 mit Zusatzzahlen. Und wir konnten es eigentlich gar nicht glauben. Also ich habe vorher auch ein bisschen gesponnen, wie das halt so üblich ist. Ihr wirkt aber relativ entspannt. Ja, man sucht immer ein bisschen nach dem Sinn bei der ganzen Geschichte. Also ich meine, wann hat man mal so viel Glück im Unglück oder wie auch immer? Wo liegt denn der Sinn jetzt? Ich suche noch. Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, man ist einer unter Millionen. Ja, man muss es dann auch annehmen, ne? Aber ja, man muss drüber lachen, weil das... Ja, also eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ja. Wir haben also wirklich jedem alles erzählt. Alle sind jetzt zutiefst betroffen. Wir haben alle bekloppt gemacht. Ja. Und jetzt bleibt natürlich die große Frage. Was macht ihr mit den 200 Euro? Ja, die haben wir natürlich erstmal geteilt, ne? Ja gut, aber was macht ihr dann mit den 100 Euro? Ja, also 100 Euro, das ist also die 100 Euro von Nicole, die hat die jetzt schon mal sauber an Versicherung überwiesen. Und ich habe mir von den 40 Euro, also rund 60 habe ich noch, 40 Euro habe ich mir so kleine Mini-Autos gekauft, so die großen Matchboxen, das war's. Eigentlich hättet ihr für die 200 Euro so richtig super fett essen gehen sollen. Ja, wir haben am Sonntagmorgen noch ganz in Ruhe gefrühstückt außerhalb. Außerhalb. Und Pläne geschmiedet, aber das hat sich dann erledigt. Also Ingo nimmt's gelassen. Selbstverständlich. Und spielt ihr weiter Lotto? Ja, das ist die gute Frage, das weiß ich noch nicht. Ich meine, man hat so ein Glück eigentlich nur einmal im Leben, weil es ist ja wirklich einer unter Millionen eigentlich. Ja, aber vielleicht auch nochmal. Es gibt ja alles. Vielleicht seid ihr dann die große Ausnahme. Ja, wir wollen es hoffen. Ja. Ingo, schön, dass wir geredet haben. Gib mir mal die Nicole bitte nochmal kurz. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. Hallo. Nicole, wie ist es bei dir? Willst du weiter Lotto spielen? Ach ja, wie bisher so. Ich habe 3-4 Mal im Jahr vielleicht Lotto gespielt, dann werde ich auch weiterhängen, glaube ich, tun. So. Aber du wirkst auch ganz entspannt und nicht zu sehr, also du haderst nicht mit dem Schicksal. Ach Gott, das ist natürlich wirklich so ein bisschen traurig, aber meine Güte, so schlimm ist das nun auch nicht. Es ist jetzt kein Weltuntergang. Ich finde es ja noch krasser, es gibt ja so Geschichten, wo Leute irgendwie so diesen super mega Gewinn von mehreren Millionen eigentlich haben und haben den Lottoschein nicht abgegeben. Ja, sowas natürlich noch ärgerlicher. Also... Das finde ich dann wirklich, das geht rein, ne? Wenn man sich vorstellt, man braucht ja gar nicht mehr arbeiten und kann ein tolles Leben haben. Ja, das tut natürlich super weh. Ja. Na gut, du hast dich gefreut über die 100 Euro. Ja. Sie seien dir gegönnt. Danke. Und viel Glück weiterhin. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, Telefonnummer, Faxnummer 0800 5678 110. Thema morgen, jetzt reicht's. Egal, auf welches Thema bezogen, wenn ihr so drauf seid im Moment und sagt, jetzt reicht es mir, das Maß ist voll, dann ruft mich morgen an und erzählt mir, warum euch die ganze Sache, um die es geht, bis oben steht. Frank
Nee, Gabi, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Gabi, ich grüße dich. Ja, hallo. Dein Thema? Mein Thema. Ich bin 24 und bin im fünften Monat, also fast im fünften Monat, schwanger mit Drillingen. Ach. Ja. Mit Drillingen? Ja. Hat man auch nicht jeden Tag, ne? Nein. Wann hast du das erfahren? Also ich wusste, dass ich Zwillinge bekomme Ende November. Ja. Und das mit den Drillingen erst vor 3 Wochen. War das eine tolle Information oder hast du gedacht, oh lieber Gott, oh Gott, das schaffe ich ja gar nicht? Also es war eher geschockt, war ich gewesen, um ehrlich zu sein. Also ich bin da ja unerfahren auf dem Gebiet, aber ich stelle mir schon sehr schwierig vor, wenn man plötzlich Zwillinge hat, also wenn da 2 kleine Würmer sind, aber dann 3, das ist ja irre viel Arbeit. Ja, es war ein ganz, ganz großer Schock, weil ich halt noch im Studium bin und habe jetzt gerade fast, also das Studium fertig, halt noch meine Diplomarbeit und das kommt alles so nicht gerade gelegen. Was für ein Studium ist das? Also BWL. BWL, mhm. Ja. Lebst du denn alleine oder hast du einen Partner? Nein, also mit meinem Freund schon zusammen, ja. Immerhin? Ja, ja, Gott sei Dank. Wenn du jetzt allein erziehende Mutter in Spee wärst, dann wärst du ja noch. Dann hätte ich es wahrscheinlich nicht bekommen. Also hätte ich die Drillinge wahrscheinlich nicht bekommen. Das wäre, glaube ich, nicht machbar gewesen. Also 3 Kinder auf einmal. Das war schon genug Zwillinge, weil das, also was ist unerwartet? Also ich habe gesagt, wenn ich Kinder bekomme, dann bekomme ich sie. Mhm. Weil wir sind ja schon lange zusammen, aber. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 5 Jahre schon. 5 Jahre. Freut sich dann, oder ist ja auch eher ein bisschen verspannt jetzt? Ja, also der war erstmal ganz, also mir war ja schon übel gewesen und ich habe vermutet, dass es ein Kind es wird. Und als die Ärzte mir gesagt hat, dass es 2 wären, ja, dann hat er sich schon gefreut. War nicht erstaunt gewesen. Mhm. Aber dann vor 3 Wochen die Nachricht Drillinge, das hat ihn total aus dem Konzept gebracht. Weiß man, wie die Geschlechteraufteilung sein wird? Kann man das schon sagen? Wie war's bitte? Wie die Geschlechtsaufteilung ist von den Kindern, also, weiß man? Ich weiß gar nichts. Also man kann nicht sehen, die Kinder sind so positioniert, dass man das gar nicht sehen kann. Verstehe, so ganz kleine Klumpen, ne? Von ganz vielen. Ja, die liegen so eng aneinander. Und ich meine, bei mir ist der Bauch sowieso schon ziemlich groß. Ich sehe aus, als ob ich im 7. Monat schwanger wäre, wie ein Elefant. Und ich muss auch im Bett jetzt legen, weil ich schon früh Wehen hatte. Ach so. Wie mit 5? Im 5. Monat schon? Hat man das? Gibt's das? Also weil es halt sehr gefährlich ist mit die 3 Kinder, also die Drillinge, ich kann die ja nicht zu dritt ernähren. Also es ist ja sowieso irgendwie nicht genau ausgeglichen. Und die werden auch wahrscheinlich Ende 7. Monat, Anfang 8. geholt. Ach so. Ja. Das heißt also, das wären Frühchen. Ja. Und dann besteht auch Lebensgefahr. So im Moment nicht. Also so wie es aussieht, entwickeln sie sich gut. Mhm. Die Ärzte haben auch gesagt, also wenn ich im Bett liegen bleibe, ich darf ja ein bisschen rausgehen halt, aber nicht anstrengen, nicht schweres Hebe, dann ist es schon in Ordnung. Mhm. Aber es ist halt so, dass bei Zwillingen die Gefahr weniger ist als bei Drillingen, dass sie... Die steigert wahrscheinlich, je mehr Kinder es sind, desto größer könnten die Komplikationen sein. Ne? Genau, desto größer ist die Gefahr, dann halt, dass ein Kind es nicht überlebt. Also ich bin auch froh, dass es nicht mehr geworden sind. Ja. Wacht mal ab, nächste Woche sagen sie dir, es sind Vierlinge. Nee, das jetzt bleiben es Drillinge. Jetzt hat man das gesehen und es ist auch okay. Also jetzt gilt es erstmal, sich von dem Schock zu erholen. Ja. Und dann muss man sich ja doch freuen. Ne? Ja, also ich freue mich ja jetzt schon langsam. Ich meine, irgendwie ist es ja auch was sehr Süßes, ne? Ja. 3 aber auf einen Schlag zu haben und... Eigentlich wollte ich immer 2 Kinder haben, aber naja. Jetzt hast du 3. Ja, das bleibt auch wahrscheinlich. Danach kommt gar nichts mehr. Das ist wahrscheinlich auch irre kompliziert, das alles vorzubereiten dann für die Zeit danach. Ne? Man muss alles in dreifacher Ausführung kaufen und... Also wir hatten schon einen Kinderwagen gehabt, also für Zwillinge. Den hat meine Mama gekauft, weil meine Mama ist auch ein Zwilling. Mhm. Deswegen war es liegt in der Familie. Bitte? Es liegt in der Familie wohl irgendwie. Ja, also meine Oma, die ist ein Drilling. Aha. Das ist aber damals, wo der Weltkrieg war, der erste Weltkrieg, der zweite Weltkrieg, da war es halt so, dass nur ein Kind, also meine Oma hat nur überlebt. Mhm. Die 2 anderen sind gestorben, weil es halt, damals war eine ganz andere Zeit. Und meine Mutter, die ist ein Zwilling, die hat noch einen Zwillingsbruder. Ah, ja, dann wundert mich das nicht, dass du Drillinge kriegst, wenn du schon so familiär so vorbelastet bist. Ja, ich habe schon damit gerechnet, weil meine Cousine hat vor 2 Monaten auch Zwillinge bekommen, 2 Jungs. Ja. Und das ist ja jetzt von meinem Onkel, also vom Zwillingsbruder, meine Mutter. Die Tochter hat 2 Söhne bekommen. Naja, und da war schon die Chance sehr groß, dass halt Zwillinge kriegen. Aber die zweite Generation halt, ne? Und
Merkst du das eigentlich auch so, dass du irgendwie mehr essen musst, wenn da drei Kinder in dir wachsen? Also das ist halt eben nicht. Also ich esse nicht so viel. Also weil die Ärzte haben auch gesagt, das liegt ja nicht daran, dass man mehr Hunger hat, sondern man soll schon normal essen, weil wenn man zu viel isst, und ich habe auch die Veranlagung leicht zuzunehmen, und ich habe schon super viel zugenommen. Also sind schon mindestens 12 Kilo und der Bauch sieht aus wie ein Elefant. Ich fühle mich wie eine Kugel und es wird immer schlimmer und ich habe Angst, dass ich habe keinen Bock, so 25 Kilo zuzunehmen. Also ey, wird schon wieder werden danach. Ja. Aber es gibt dann auch Leute, die dir helfen. Du hast deine Mutter gerade angesprochen. Ja, ja, also meine Mutter, dann ist nur meine Schwiegermutter da, also halt die ganzen Eltern. Ja. Und ja doch, also so ist es ja nicht. Also im Moment haben wir zwar nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber da wird es Ende Mai, Anfang Juni, werden wir wohl umziehen, eine Vierzimmerwohnung. Ja, die müsst ihr dann noch haben, ne? Ja, ja, also die haben wir ja schon. Also was wäre denn für dich, was hättest du denn am liebsten? Wärst dir lieb, wenn es drei Jungs, drei Mädels oder wenn es also, gemischt wäre? Mir ist es egal, dass sie, also ich möchte gerne zwei Mädchen und einen Jungen, aber ja. Also ich möchte keine drei Jungs. Warum nicht? Oh nee, da schießt es mich. Also, ach Gabi, wenn es drei Jungs wären, wird es auch klasse. Also ich möchte gerne Mädchen haben. Also es können noch zwei Jungs sein, aber es sollte... Ich meine, also wenn es jetzt drei Jungs werden, werden es beim nächsten Mal drei Mädels. Ja, so kann man sich darüber trösten. Also da kann man mich direkt in die Klapsmühle einsparen. Also da, ja, das ist nicht witzig. Also es ist, nein, also die Kinder sollten schon gesund sein. Ja, also das ist das Wichtigste. Aber ja, also ich glaube, es werden zwei Mädchen und ein Junge. Ich habe so das Gefühl, aber... Ich bin mir nicht sicher. Also, jetzt haben wir, glaube ich, gerade einen Bildausfall im Fernsehen, falls man uns noch hören sollte. Ja. Das haben wir hier gerade, sehe ich zumindest auf meinem Monitor. Die Kollegen werden schon was machen. Gabi, ich drücke die Daumen, wir drücken ja, die Daumen, dass alles gesund über die Bühne geht. Ja, danke schön. Und dass es dann auch so wird, wie du es möchtest, in der Geschlechtskombination. Nein, Hauptsache die Kinder sind gesund und mein Freund bleibt noch bei mir, das ist das Wichtigste. Das ist auch wichtig, genau. Ja, alles Liebe, alles Gute und toi, toi, toi. Schönen Abend. Tschüss, danke. Grüße ans Team. Mache ich, tschüss. Daniela, guten Morgen, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Daniela, über was reden wir? Ja, ich komme beim Sex nicht. Mhm. Ich hatte bis jetzt noch nie einen Orgasmus mit einem Mann. Mhm. Also jedenfalls nicht beim Geschlechtsverkehr. Ja, aber sonst schon. Wenn ich es alleine mache, schon. Und ja, halt so die ganzen anderen Spielereien mit Zunge und so, da klappt das auch schon. Aber immerhin, immerhin. Aber halt nicht beim Sex. Mhm. Gut, das andere ist ja auch Sex, also nicht beim Geschlechtsverkehr, beim direkten Geschlechtsverkehr. Ne? So meinst du es? Ja. Mhm. Hast du einen festen Freund im Moment? Im Moment ja. Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit 10 Monaten. Noch relativ frisch. Ja. Ja. Weiß er das? Hast du ihm das so erzählt oder spielst du ihm was vor? Ich spiele es ihm vor, weil ich Angst habe, ihm es zu sagen. Hm. Warum hast du Angst, ihm das zu sagen? Er ist eher so der verklemmte Typ und er ist 15 Jahre älter als ich. Mhm. Und ja, immer wenn ich so mit dem Thema Sex anfange, fängt er dann wieder irgendwie ein anderes Thema an und also er redet nicht gern drüber. Mhm. Obwohl er 15 Jahre älter ist als du und eigentlich erfahrener sein sollte oder eigentlich erfahrener ist vielleicht sogar, ja. Hat er Probleme damit. Ja. Mhm. Ich glaube, dass das schon das erste Problem, Daniela, ist, dass du ihm das nicht erzählst oder erzählen kannst, dass du da Scheu auch vor hast. Ja, weil ich glaube, letztendlich bedingt bewirkt das, dass du auch immer verkrampfter wirst oder auf jeden Fall verkrampft bleibst. Und das ist ja auch eine scheußliche Situation, wenn du beim Sex ihm immer irgendetwas vorstöhnst und vorspielst und es letztendlich natürlich dann gar nicht so empfindest. Brich doch mal das Eis. Sprich es doch einfach an. Wenn er schon so verklemmt ist, dann sei du doch nicht verklemmt. Vielleicht kannst du ihr dazu beitragen, dass er auch ein bisschen lockerer wird. Ja, ich habe das schon probiert mit meinem Partner, den ich vorher hatte. Ja. Ich habe es ihm halt gesagt und habe auch mit ihm darüber gesprochen und ja, irgendwann meinte dann ja, ich reich dir nicht und ja, halt immer weiter. Ja, aber das ist ja eine ziemlich dämliche Antwort, ich reich dir nicht. Das ist ja eine ernstzunehmende Sache, wenn eine Frau, wenn ein Mädel das sagt, das klappt noch nicht so richtig bei mir, dann muss man, sollte man als Mann ja dann darauf eingehen und gemeinsam mit der Freundin versuchen,
halt das Beste zu erreichen, das Beste daraus zu machen. Dein jetziger Freund, hat der schon viele Erfahrungen gemacht mit Frauen? Hat er viele Freundinnen vorher gehabt? Also wie er sagte schon, ja. Ja? Glaubst du ihm nicht so recht oder wie? Doch, schon. Und wie ist denn euer Sex, wenn ihr miteinander zusammen seid und was macht? Ist das sonst, abgesehen davon, dass du ihm den Orgasmus vorspielst, ist das schon ganz okay oder auch eher traditionell oder eher ein bisschen verkrampft? Nee, das ist eigentlich eher locker. Also schon viele Sachen ausprobiert und so, aber ja? In letzter Zeit ist es halt auch schon immer weniger geworden, weil ich eher so nicht möchte. Ja, halt das meine ich damit. Ich meine, dass du dir auch selbst nichts Gutes tust, wenn du das vorspielst. Weil es ist ja eine verlogene Situation und du fühlst dich nicht gut dabei. Es ist alles irgendwie nicht stimmig und das ist nicht gut für dich, finde ich. Hast du denn mit ihm in einer anderen sexuellen Praktik schon mal einen Orgasmus gehabt? Mit diesem Freund jetzt, mit dem aktuellen? Ja, durch die ganzen Spielereien so. Mhm. Aber jetzt halt, es geht halt nur darum, beim richtigen Geschlechtsverkehr. Ja. Da kommt es einfach nicht. So, Daniela, ich sag's nochmal, der erste Schritt ist, dass du ihm das sagen musst. Ja. Finde ich. Ganz radikal. In der Hoffnung, dass er da nicht panisch reagiert, sondern dass du ihn vielleicht, wie gesagt, ein bisschen da auch auftauen kannst, so er etwas verklemmt ist. Und wenn er das richtig kapiert hat und ihr offen miteinander umgegangen seid, bin ich guter Dinge und sehr optimistisch, nach dem, was du erzählt hast, wie weit es schon gut funktioniert bei dir, dass du es dann auch mit in den Geschlechtsverkehr hineinnehmen kannst und da auch einen Orgasmus erreichen kannst. Bin ich fast ganz sicher. Aber es ist wichtig, dass du erstmal klare Verhältnisse schaffst, weil du sonst immer verkrampfter wirst. Werde ich das wohl mal ausprobieren. Ja, versuch es mal so, wirklich. Wenn das dann immer noch nicht klappt, dann muss man neu überlegen und nachdenken. Aber ich glaube, das ist die erste Hürde, die du nehmen musst. Hast du denn ein gutes Gefühl, ein wirklich gutes Gefühl zu deinem Freund? Liebst du ihn sehr und innig? Ja. Hast du das Gefühl, dass er dich auch sehr, sehr innig liebt? Ja. So, dann muss das auch möglich sein, dass man das gemeinschaftlich hinbekommt. Sprich mit ihm. Mhm. Okay? Ja. Alles Gute und viel Erfolg. Okay. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 5678 111. Unsere Nummer. Und hier ist Ulrich, 61 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Ulrich. Ich bin ein ganz treuer Hörer und zwar seit 1997. Ehrlich, so lange schon? So etwa 5 bis 10 Mal, die ich dich nicht gehört habe. Das ist ja ein Ding. Reichsrat zum Beispiel. jetzt zu meiner Sache. Neulich hattest du einen Anrufer mit Windeln, der wegen Inkontinenz Windeln tragen musste und seine Partnerin hat das akzeptiert. Ja. Die hatten sogar Windeln beim Sex an. So war's. Bei mir ist das mit Kompressionsstrümpfen so ähnlich. Ach. Also ich muss Kompressionsstrümpfe tragen, die werden ärztlich verordnet. Sag mal, sind das diese Strümpfe, die man so nach Operationen anziehen muss, die so ganz fest an den Beinen anliegen? Ja, das sind solche Strümpfe, bloß die sind noch stärker, also die üben noch mehr Druck aus. Also die sollen Thrombosen verhindern, ne? Ja. Eigentlich so, medizinisch gesehen. Bei Venenleiden zum Beispiel, ja. Zur Vorbeugung. Die muss ich also seit circa 3 Jahren nehmen. Die waren anfangs sehr unangenehm. Ja. Und ich, weil ich sie tragen musste, habe ich die akzeptiert. Lass mich eben kurz zwischendurch fragen. Trägst du sie bis ganz oben an die Oberschenkel? Ja. Ja. Die haben oben so ein Haftband und damit die nicht rutschen werden, habe ich dann so einen Spezialkleber bekommen. Ja. Und die werden dann fest angedrückt und ich soll die tags übertragen und nachts ausziehen, aber ich habe die inzwischen so gerne, die gehören zu mir. Warum musst du die eigentlich tragen? Als zur Vorbeugung gegen Krampfadern. Ach so. Damit ich das nicht verschlimmer, die Venen am Unterschenkel. Ich möchte die nachts auch anbehalten und das mache ich auch manchmal. Ich soll die allerdings nachts ausziehen, sagt der Arzt. Ja. Und ich möchte die sogar beim Sex auch anhaben. Und die meisten Partnerinnen akzeptieren das sogar. Ja, Moment, du hast die 3 Jahre, trägst du diese Strümpfe?
Ja, nicht in einer Tour. Also aber seit 3 Jahren, vor 3 Jahren fing das an mit den Strümpfen. Hast du denn da schon so viele Partnerinnen ausprobiert in diesen 3 Jahren? Anfangs habe ich das gar nicht gewagt. Also du bist nicht in festen Händen, du bist nicht verheiratet? Nein, nee. Ich habe 2 gescheiterte Ehen hinter mir. Mhm. Ich bin also Single. Ja. Und ich habe die inzwischen so akzeptiert, dass ich empfinde das als angenehm, diesen Druck, den die auf die Beine ausüben. Ja. In den ersten Jahren war das sehr unangenehm. Ja. Aber dass ich jetzt angenehm, dass eine sexuelle Komponente dabei, ich möchte die nachts nicht ausziehen. Das heißt, also ganz profan ausgedrückt, wenn du diese Kompressionsstrümpfe anhast, so nennt man sie ja. Ja. Ist das so eine Art Erotisierung auch? Genau, aber erst in den letzten 2 Jahren etwa. In den ersten Jahren war das unangenehm. Da war ich froh, wenn ich die ausziehen durfte und jetzt will ich sie nicht mehr ausziehen. Das heißt, der schönste Sex im Moment ist der mit Kompressionsstrümpfen. Genau, und in einem Fall war es sogar so, dass die Frau auch welche haben wollte. Ach. Und weil ich die alle Vierteljahr wechseln muss, immer ein neues Paar nehmen muss, weil die ja die Elastizität verlieren, ja. Habe ich dann einen Schrank gegriffen und musste ein paar rausnehmen, die ich nicht mehr brauche, die natürlich frisch gewaschen waren. Ein paar ausgeleierte für die Frau. Haben das genossen. Das war allerdings. Das ist schon schräg, ne? Das ist schräg. Hast du im Moment eine feste Partnerin? Nein, ich habe keine. Also eine Sexualpartnerin, meine ich. Nein. Gab es denn Frauen auch, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, die da gar nicht mit zurechtkamen, wenn du mit deinen Kompressionsstrümpfen in deinem Bett lagst? Ja, gibt es auch, aber das war eine Minderheit. Ich möchte sagen so 30%. Hör mal, dann bist du aber noch gut dabei, ne? Mit 61 und so viele Frauen. Und ja, das ist ja auch nicht mehr so viel. Es sind nicht so oft wie früher. Ja, klar, aber dennoch. Ich muss dazu sagen, es ist allerdings nur in Verbindung mit einem Medikament. Aha. Nur in einem starken Medikament, was ich auch nehmen muss, wegen meiner Rückenschmerzen. Aha. Und in Verbindung, also mit diesem Medikament empfinde ich die als angenehm. Ach. Und da ist eine sexuelle Komponente. Und ich möchte, bei der Selbstbefriedigung habe ich die am liebsten an. Mhm. Und auch bei dem Sex. Ja. Ich ziehe sie also praktisch nur aus zum Waschen. Sag mal, als diese Frau, von der du gerade gesprochen hast, als die dann deine alten, etwas ausgeleierten Kompressionsstrümpfe angezogen hat, hat die das dir nur so zuliebe getan? Oder hast du den Eindruck, das hat die auch irgendwie erotisiert? Das hat die erst nur zuliebe getan, also mir zuliebe getan, sie hat dabei gelächelt. Ja. Aber nachher fand die das auch in Ordnung. Also findest du denn das auch gut, wenn eine Frau das anhat, oder ist dir das egal? Da kann ich nicht genau darauf antworten. Mhm. Ich möchte eher sagen, gut. Also, ja. Es ist mir lieber, wenn sie die auch anhat. Ja. Die sehen, identifiziere ich mich dann am vielleicht, besten. Ja. Also, das ist interessant. Das ist bei dir ist genauso wie bei dem Anrufer damals. Ja. Bei dem hat sich das auch so peu à peu ergeben mit den Windeln. Genau. Das war nicht so ein klassischer Windelfetischist, wie man gerne darüber liest. Ich weiß nicht, ob das bei mir auch ein Fetisch ist, ob man das schon so nennen könnte. Tja. Ich hoffe natürlich, wenn ich mal eine feste Partnerin noch habe, dass sie das genauso akzeptiert wie die Partnerin von dem Windelträger. Also, im Prinzip ist das ja völlig okay, was da bei dir passiert ist. Ne? Es hat sich auch so ergeben. Da ist aus der Not eine Tugend entstanden. Ja, genau. Ne? Also wunderbar. Das hat mich erinnert. Ja. Das wollte ich eigentlich dir nur mal sagen. Und immer wieder hört man Sachen hier in der Sendung, die man so noch nie gehört hat. Ich habe das noch nie gehört, was du gerade erzählt hast. Ja, ich habe schon gedacht, ob das auch eine Art Objekt Sexualität ist. Da wurde ja auch neulich gesprochen. Ich streichle meinen Fernseher nämlich auch gerne, so wie der Anrufer neulich. Ja, aber so weit wird es bei dir nicht gehen. Wie? Aber das ist ja auch, sind ja auch nur andere Objekte. Ja, meine Strümpfe und der Fernseher, das ist ja rund verschieden. Ja, aber du hast ja auch Spaß am Sex mit einer Frau. Insofern ist das alles noch im klassisch normalen Bereich, sage ich mal so. Ja, aber lieber Plus Strümpfen. Plus Strümpfe. Die sehen so fleischfarben aus, ne? Ja, und eigentlich ja für die Frauen. Und ich war einer der Ersten, der Schwarze bekam. Da habe ich natürlich gleich Schwarze bestellt. Die müssen schwarz sein. Das macht dich noch mehr an. Zu sagen. Genau.
Sie dürfen nicht Fleischfarbe haben. Also Ulrich, ich wünsche eine Frau, eine Partnerin, sehr bald, die darauf auch abfährt und ja, dass ihr beide euren Spaß mit euren Strümpfen habt. Ja, danke. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss Ulrich. Tschüss, ich guck weiter. Ja, mach das. Tschüss. Ja, Patricia, guten Morgen, 22. Ja, hallo Domian. Hallo Patricia. Was ist los? Geht's darum, ich habe einen Freund seit 4 Monaten. Mhm. Und ich gehe fremd seitdem. Wie, du bist seit 4 Monaten erst mit dem zusammen und du gehst schon fremd? Genau. Warum denn? Ich weiß nicht, das reizt mich mit... Also es sind teilweise meine Ex-Freunde, besser gesagt 2 momentan. Ja. Und sonst Männer, die ich kennenlerne. Also wie viel Mal bist du jetzt in den 4 Monaten denn schon fremdgegangen? Also ich will mal so sagen, ich bin unter der Woche zu Hause. Mhm. Und das wissen die auch, rufen mich dann an. Mhm. Und dann treffen wir uns entweder bei ihnen oder dann bei mir. Ja, das war noch nicht meine Frage. Meine Frage war, heißt das, dass du jeden Tag fremd gehst? Sagen wir mal so 2-mal wöchentlich. 2-mal wöchentlich? Mhm. 4 Wochen zusammen. Da kommt ja eine ganze, ganz, ganz ordentliche Zahl schon raus. Mhm. Was ist denn das für eine Beziehung, die du da hast jetzt seit 4 Monaten? Ist das eine tolle Verliebtheit, so richtig, wie man sich das klassisch vorstellt? Oder bist du einfach nur so mit dem zusammen? Ich denke mal schon, dass ich verliebt bin, aber so richtig... Also Schmetterling im Bauch? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Warum bist du denn mit dem zusammen dann? Ich meine, er macht viel für mich und ich gebe auch viel. Was macht er denn für dich? Hilft mir momentan aus meinen finanziellen Problemen. Mhm. Das heißt, er legt Knete hin. Ich will aber nicht sagen, dass ich nichts zurückgebe. Ja. Das will ich gleich dazu sagen. Ja, ja. Also zurückgeben, dass du kein Geld wieder zurückgibst oder gibst du irgendwas anderes zurück für ihn, an ihn? Ja, Geschenke mache ich ihm. Mhm. Um wie viel Geld dreht es sich denn da? Wie viel gibt er dir? Wie viel Schulden hast du? Ja, so 50 wöchentlich. 50 wöchentlich? Mhm. Mhm. Und wie viel Schulden hast du, wenn ich fragen darf? Sagen wir mal so 300. Mhm. Na gut, dann ach so, die sind fehlen noch. Mhm, genau. Mhm. Wie kommt das, dass du da in finanzielle Probleme gekommen bist? Das geht nur momentan um einen Anschluss, Fernsehanschluss. Ist ja auch nicht weiter wichtig, sozusagen. Aha, also... Durch einen Fernsehanschluss irgendwie hast du dich ein bisschen verschuldet. Genau. Ah ja. Hm. Warum hast du dich denn überhaupt mit diesem jungen Mann, setze mal voraus, dass es ein junger Mann ist, mit dem du zusammen bist? Genau, ist so alt wie ich. Ja, also auch 22, genau. Wieso hast du dich auf den eingelassen? Fing das direkt mit dem Geld an oder war da am Anfang doch ein bisschen verliebt? Das hat ganz anders angefangen. Ich war mit seiner Cousine sozusagen, habe ich eine Umschulung gemacht. Mhm. Und durch sie habe ich ihn dann kennengelernt. Mhm. Ja gut. Und es hat auch gleich gefunkt. Es hat schon gefunkt ein bisschen. Ne? Aber es hat nicht weiter gefunkt, dass du heute sagst, das ist so meine richtig große Verliebtheit und Liebe. Das ist es ja nicht. Nee, heute nicht mehr. So wenn, richtig. Nehmen wir mal an, die ganze Geldgeschichte würde wegfallen, dann würde er dich weniger interessieren. Ist das richtig? Würde ich noch nicht mal so sagen. Ich meine, es ist ja auch momentan nur der Sex irgendwie, was mich so reizt an den anderen Männern. Mhm. Na gut, wenn man frisch verliebt ist, sollte einen normalerweise eigentlich auch der Sex vom eigenen Partner sehr interessieren. Ich finde, dass es immer wieder dasselbe ist momentan. Mhm. Also immer wieder das Gleiche ist im Bett. Das Gefühl hast du schon nach vier Monaten? Mhm. Mhm. Weißt du, Patricia, ich habe den Eindruck, dass das hinten und vorne alles nicht stimmt. Ich habe den Eindruck, dass du letztendlich gar nicht verknallt bist in den. Du sagst es ja auch, dass das keine Verliebtheit ist. Und ich könnte fast... Ne?
Das artet aber auch anders aus. Also ich gehe dann zu den Männern hin oder zu dem einen, mit dem ich da verabredet bin. Dann kommt das so, dass wir im Endeffekt dann was trinken abends. Und das, der Alkohol reizt mich. Der Alkohol reizt? Dann zum Sex an. Ach so. Ja, aber mach dir doch mal die Situation klar, in welchem, wie du lebst im Moment. Du hast offiziellen Freund. Gehst zweimal in der Woche mindestens mit anderen Männern in die Kiste. Lässt dich von dem Mann auch noch aushalten, von dem du sagst, mit dem bin ich zusammen. Das stimmt doch noch alles nicht. Was heißt aushalten? Naja, er gibt dir 50 Euro die Woche. Das meine ich mit aushalten. Ja, das heißt aber doch nicht, dass ich ihn nicht zurückgebe. Ich habe ihn ja auch übelst lieb. Wenn du ihn übelst lieb hättest, würdest du all diese Sachen nicht machen, Patricia. Glaub's mir. Dann würdest du nicht ständig zweimal in der Woche mit anderen Männern in die Kiste steigen. Ich glaube, dass du dir... Ich glaube, dass du dir ganz viel selbst da in die Tasche lügst. Der ist dir vielleicht irgendwie ganz nützlich im Moment. Vielleicht findest du ihn auch ganz, ganz nett. Aber es ist keine Beziehung. Ich war ja schon mal mit ihm zusammen. 2 Monate lang. Und da hat er auch nicht so viel Geld gehabt. Ja, ist es vielleicht auch ein netter Mann. Ein netter Junge, kann ja sein. Aber es ist nicht dein Lover, sage ich erstmal, dein Geliebter. Ja. So, und deshalb finde ich, dass du da ganz, ganz klaren Tisch machen musst. Wenn du sogar sagst, dass das ein netter Mann ist, dann darfst du ihm doch nicht sowas antun. Stell dir mal vor, der kriegt das raus. Der verachtet dich dein Leben lang. Der wird Schlampe zu dir sagen, weiß ich was alles. Wenn der erfährt, was du machst, das ist einfach... Ich habe mir auch schon überlegt, das zu lassen. Ja, wenn du das kannst, dann lass es sein. Und wenn es aber wirklich nicht stimmig ist, also das wirklich stimmt, das Gefühl zu deinem Freund... Meinst du, soll ich Schluss machen? Ja, dann musst du Schluss machen, das finde ich schon. Und biete ihm eine Freundschaft an, wenn er das kann. Aber das ist nur Lüge, was du da machst im Moment. Er ist ja wirklich wahnsinnig verliebt in mich. Ja, umso schlimmer, dass du ihm das antust. Also wenn du eine gute Meinung von dem hast, dann musst du so viel Frau sein und zumindest dann ihm klaren Wein einschenken und sagen, komm, ich bin nicht so verliebt, lass uns Freunde sein, wenn es geht. Aber lass uns kein Paar sein. Dann kannst du deinen sexuellen Gelüsten danach gehen. Du verletzt den ja permanent. Aber ich glaube, ich werde es doch lassen. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl dabei auch. Also du würdest jetzt sagen, du verzichtest auf die anderen Männer und konzentrierst dich doch auf ihn. Ja. Ja gut, wenn du es versuchen willst und vielleicht aber ich möchte auch was suchen. Also ich habe so viel Spaß mit ihm zusammen. Wann fing das denn eigentlich an? Schon direkt am Anfang, als ihr zusammen wart? Nein, nicht am Anfang. Sagen wir mal so nach 2 Monaten. Ungefähr. Aber es ist uns klar, dass irgendwas passieren muss, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass du auch ein schlechtes Gewissen hast, ein großes schlechtes Gewissen. Hab ich. Ne? Hab ich auch. Und dass du auch nicht mit einem guten Gefühl in den Spiegel gucken kannst. Stimmt schon. Ja. Hast du denn nicht eigentlich auch Angst, dass das irgendwie durchsickert an ihn? Also ich sag mal so, er kennt meine Freunde nicht. Ja gut, oder? Weil es gibt immer Zufälle, dann kennt er den und um 50... Er wohnt auch eine Stunde von mir weg. Also daher... Na gut, aber sicher, hundertprozentig sicher ist es auch nicht. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, dass du einen klaren Weg gehst. Einen fairen Weg gehst. Und den musst du jetzt suchen. Ich fände es gut, wenn du eurer Verbindung da eine Chance geben würdest und sagst, okay, ich diszipliniere mich und sage Nein zu den anderen und konzentriere mich erstmal auf den. Und wenn es dann nicht klappt, kannst du dich immer noch trennen. Genau. Ne? Patricia. Dann leg mal los, direkt ab morgen. Okay? Danke. Alles Gute. Weiter so, Domian. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer Themennacht. Und das Thema heißt, jetzt reicht's. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr über ein bestimmtes Thema sagt. Jetzt reicht's mir. Oder
die ihr in einer bestimmten Lebenssituation seid, von der ihr sagt, es langt, es reicht mir jetzt, es muss irgendetwas geschehen. Also, ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111 und um 1, wie gesagt, sind wir hier. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.